Liebe Freunde, es ist Tag 2 ohne meinen Koffer und die Sache ist besonders erschreckend, weil man das so im Online-System ein bisschen verfolgen kann, seinen Fall. Und mein Koffer ist offenbar noch nicht mal irgendwo gefunden worden. Also ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben, dass mich der hier noch erreichen wird. Ich rechne nicht mehr damit. Insofern stelle ich mich jetzt darauf ein, mit dem klarzukommen, was ich habe und was ich hier kaufen kann. Ich war gestern auch schon einkaufen den Rest des Tages und habe mir all das besorgt, was man so nötig braucht. Eigentlich würde ich so direkt so ein Einkaufshole machen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Wie auch immer. Ich bin guter Dinge. Gestern Abend, dann habe ich noch wunderbar gegessen hier in der historischen Altstadt im Judenviertel. Da wohne ich auch, in der Judengasse, die hat dem Viertel auch den Namen gegeben. In einem hebräischen Restaurant, passenderweise. Es war herrlich. Gazpacho gab es vorweg und dann schönes Hühnchen in pikanter Soße. War fantastisch. Allerdings, was mich ein bisschen überrascht hat, abends, nachts ist dieses Viertel komplett ausgestorben und es ist groß. Während tagsüber wirklich viele Touristen herumlaufen, gibt halt diese typischen kleinen Galerien, Kunsthandwerkstätten, ein paar Museen und Touri-Shops und sowas alles. Also das ist schon sehr belebt, aber dann, wenn das zu hat, dann ist er wirklich komplett tot. Selbst die Restaurants sind dort sehr leer. Und kann vielleicht damit zusammenhängen, dass es Februar ist, man noch nicht abends lange draußen sitzen kann. Aber ich glaube, es ist eher der Punkt, dass dort kein einziger Spanier wohnt in diesem ganzen Viertel. Und dadurch das komplett irgendwie an Lebendigkeit fehlt. Es war richtig gruselig da, nachts durch diese Gassen zu laufen. Aber wenn man so ein bisschen rauskommt, die umliegenden Viertel, da tobt dann auch schon in der Woche im Februar durchaus das spanische Leben. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass die Stadt hier auch was zu bieten hat an Lebendigkeit. Ja, was ist der Plan für heute? Ich habe mir überlegt, ich werde heute noch nichts Konkretes ansteuern, sondern erstmal so die Stadt auf mich wirken lassen. Einfach so ein bisschen schlendern, sich treiben lassen, flanieren. Die Kunst des Flanierens ist leider nicht mehr so weit verbreitet. Also ohne Ziel einfach mal so zu laufen, seiner Intuition zu folgen, mal in irgendeine unscheinbare Seitenstraße abzudriften und sich ja, und alles wirken zu lassen. Jede Stadt hat, glaube ich, so eine spezifische Atmosphäre. Und ich mag es mir gern, erstmal diese Atmosphäre aufzunehmen, bevor man sich dann ganz konkrete Ziele setzt, die man sich anschauen möchte. Insofern, ich bin gespannt, was die Atmosphäre in dieser Stadt sein wird, was ich sehen werde. Aber vorher stärke ich mich noch ein bisschen. Wetter, 15, 16 Grad, leicht bewölkt. Wenn die Sonne durchkommt, ist es richtig warm. Kann man schon wunderbar draußen sitzen. Komisch irgendwie, wenn bei uns 15, 16 Grad sind, käme ich nie auf die Idee. Aber naja, wir sind auch nicht in Norddeutschland. In diesem Sinne. Pasan por ti, ciudad del mundo siempre.
você me empurra sola. Com tu magia me hace soñar. Por robar, Cristiana blanca y reina mora. Paseo tu calle esclave. Seguimos.
Vamos a la delantera. Con el escape. Ahora con el escape. Hay que seguir un poquito.